Herzlich willkommen zu unserem Video mit dem Thema Reaktion von Metallen in Salzlösungen. Viel Spaß wünschen euch Gianni, Eileen und Annika. Als Beispiel nehmen wir einen Eisennagel in einer Kupfersulfatlösung. Tauchen wir einen Eisennagel in eine blaue Kupfersulfatlösung, entsteht eine Elektronenübertragung, auch bekannt als Redoxreaktion. Dies passiert, weil das Kupfer der Kupfersulfatlösung edler ist als das Eisen des Eisennagels und unedle Metalle leichter oxidieren, also Elektronen abgeben, edle Metalle leicht reduzieren, also Elektronen aufnehmen. Nun zoomen wir an die Nagelspitze, um die Elektronen besser sehen zu können. Die Kupfer-2-Plus-Ionen der Kupfersulfatlösung nehmen zwei Elektronen des Eisennagels auf. So etwas bezeichnet man als Reduktion, was Elektronenaufnahme bedeutet. Die Reaktionsgleichung zu diesem Vorgang lautet Kupfer 2 plus plus 2 Elektronen bzw. nimmt 2 Elektronen auf, reagiert zu Kupfer. Erkennbar ist dies durch die Verfärbung der Kupfersulfatlösung. Die blaue Flüssigkeit ist nun gelblich geworden. Gleichzeitig geben die Eisen 2 plus Ionen 2 Elektronen ab und werden somit oxidiert. Oxidation gleich Abgabe. Zu erkennen ist es durch den Feststoff, der sich am Eisennagel gebildet hat. Die Reaktionsgleichung dafür lautet: Eisen reagiert zu Eisen 2 plus plus 2 Elektronen. Die Reaktionsgleichung zu der gesamten Redoxreaktion ist Eisen plus Kupfer 2 plus reagiert zu Eisen 2 plus plus Kupfer. Andersherum, also ein Kupfernagel in einer Eisensulfatlösung, würde keine Redoxreaktion stattfinden, da das Eisen unedler ist als das Kupfer und die Salzlösung edler sein muss als das eingetauchte Metall. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.